Schönen guten Abend nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Kurz nach 20 Uhr in Deutschland. Heute ganz besonderer Tag in Deutschland, Bundestagswahlen. Aber das ist ja nicht unser Thema. Vielleicht schafft ihr es mal eine halbe Stunde oder Stunde den Fernseher auszuschalten, bis das Interview stattfindet und begleitet mich zusammen. Es gibt keinen TÜV in Las Vegas, deswegen dieser Lärm gerade im Hintergrund. Heute gibt es einen Stream von der Fashion Show Mall. Wir haben insgesamt drei große Shopping Malls, also wir haben mehr Shopping Malls in Las Vegas, aber für Touristen sind drei Shopping Malls am interessantesten. Es gibt einmal die Nord Outlet Mall, einmal die Süd Outlet Mall und dann gibt es die Fashion Show Mall. Die Fashion Show Mall ist die, die am Las Vegas Boulevard direkt im Zentrum ist. Und wir laufen gleich durch. Ich zeige euch, was es vor dem Shop zu sehen gibt, wo diese Shopping Mall genau ist. Und das Interessanteste ist, bei dieser Shopping Mall ist das Parken für euren Mietwagen, falls ihr nach Las Vegas kommt, noch gratis. Genauso wie bei der Süd Outlet Mall. Dort ist es auch gratis. Nur bei der Nord Outlet Mall, da müsst ihr mal mittlerweile Parkgebühren zahlen. Hier wird schon gefragt, warst du wählen per Briefwahl? Nein, um das gleich zu beantworten, ich habe nicht gewählt. Es wäre ein bisschen komplizierter. Ich bin zwar deutscher Staatsbürger, habe einen deutschen Pass, müsste das aber übers deutsche Konsulat in Los Angeles machen. Und ganz ehrlich, ist es mir auch nicht wert. Ich bin aus Deutschland über 8 Jahre weg und nicht böse gemeint. Mir ist es aber eigentlich relativ egal, was da gewählt wird, wie gewählt wird, wann gewählt wird. Ich habe da eh meine ganz eigene Meinung dazu, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Mutti hat gesagt, ihr schafft das und so ist es dann halt. So, deswegen beschäftigen wir uns heute nicht mit Politik, egal wer gewählt wurde. Ich habe nur gesehen, SPD, CDU gleich hoch. Aber was denn später für eine Konstellation ist, wer Kanzler, Kanzlerin oder was wird, ist mir eigentlich relativ egal. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich mich da nicht politisch so engagiere. So, legen wir gleich los. Die Fashion Show Mall. Die erkennt ihr daran, dass hier oben so ein großes UFO dranhängt. Sieht von Weitem tatsächlich aus wie ein UFO. Das ist eine Stahlkonstruktion aus 249 Tonnen. Und die ist nicht seit Anfang an dort dran. Ich glaube, seit 2001 hängt die dran. Die Fashion Show Mall ist mittlerweile 40 Jahre alt, 1981 eröffnet worden. Und wir haben mittlerweile 249 Shops dort drin. Und ihr findet die gegenüber vom Wynn Hotel. Dort seht ihr das? Dort geht es genau rein. Und genau gegenüber ist die Fashion Show Mall. Also nicht zu übersehen. Dort hinten links Palazzo Venetian Hotel, zweitgrößter Hotelkomplex der Welt. Hier hinter direkt ist das Treasure Island. Und ja, das UFO ist deutlich zu erkennen. Und jetzt kommen wir auch schon zum allerersten Geheimtipp, den ich bei meinen Stadtrundfahrten auch erwähne. Wenn ihr einen guten Burger essen wollt, geht hier rein, Strip-Burger, und bestellt euch den Whisky-Barbecue-Burger. Nicht, weil dort Whisky drin ist, hat nichts mit Alkohol zu tun, nur das Dressing oder wie sagt man? Ja, für den Burger nennt sich so. Ist auch nicht ganz billig. Ich glaube, mit Pommes zusammen zahlt ihr knapp entweder 12 oder 14 Dollar. Aber ich empfehle euch, Garlic Fries zu bestellen, also Knoblauchpommes, falls ihr Knoblauch gerne esst. Die hauen euch flüssigen Knoblauch über die Pommes rüber. Mega lecker, mega heftig und am besten einen Tag, bevor ihr zurückfliegt nach Deutschland. Oder vormittags. Vormittags noch hier essen gehen oder mittags und abends dann den Flieger zurück nach Deutschland nehmen. Denn habt da in eurer Sitzreihe schönen Platz, wenn ihr nach Knoblauch stinkt. So, also hier reingehen ist direkt an der Ecke. Wo haben wir das Straßenschild? Hier oben. Fashion Show Drive, Ecke. Und da hinten steht's Las Vegas Boulevard. Genau an der Ecke, dort geht ihr Burger essen. So, der Blick in die andere Richtung. Das ist neu Resort World, da haben wir auch schon den Stream von gemacht. Hier vorne auf dem Grundstück übrigens, ich weiß nicht, wenn ihr so Las Vegas Forum verfolgt, hier soll ja ein Grundstück geplant werden mit einem riesen Mond. Ob das jetzt tatsächlich durchgezogen wird, weiß ich nicht. Es war schon mal in Las Vegas in Planung, so eine riesen Mondlandschaft zu machen. Könnt ihr einfach mal googeln, gibt da einfach Moon Hotel Las Vegas ein und dann seht ihr schon, die Konstruktion sieht ganz cool aus.
So, die Fashion Show Mall geht insgesamt über 3 Etagen. Die meisten Shops sind aber auf 2 Etagen verteilt. Und wir gehen jetzt erstmal ganz nach oben, weil dort oben ist ein Food Court. Also hier unten gibt es auch Restaurants, nicht falsch verstehen. Die sind aber alle schweineteuer. Wenn ihr also viel Geld ausgeben wollt und schick essen gehen wollt, dann könnt ihr das hier unten machen. Ihr könnt aber auch upstairs, also in die obere Etage reingehen und da gibt es einen Food Court. Da könnt ihr natürlich nicht so gemütlich sitzen wie im richtigen Restaurant, aber ihr könnt günstiger essen gehen. Und da gehen wir jetzt mal rein, mal schauen, wie die schon alle aufhaben. Oder morgens vor der Tour mit René. Na, zum Glück hat der Burgerladen nicht so weit offen. Aber ich warne euch. Wir machen eine Area 51 Tour und die startet ja immer 5 Stunden vor Sonnenuntergang und ihr holt euch da ordentlich Knoblauch rein. Außer ihr bringt mir eine Portion Knoblauch-Pommes mit, dann können wir drüber reden. Geht dann aber auch nur bei der VIP-Tour. So, ihr habt da auch einen schönen Blick über den Strip. Dahinter ist die Attraktion vom Wynn Hotel, dieser riesen See mit den Wasserfällen, die nach unten gehen, mit dieser Leuchtkugel, die da durchfliegt. So. Hier oben, hier geht ihr rein und hier seht ihr die, sag mal, etwas günstigeren Läden. Oh, und der Italiener ist weg. Den wollte ich euch jetzt gerade zeigen, aber der hat aufgegeben. So. So. Hier in der obersten Etage. Da hinten habt ihr einen Burgerladen. Philadelphia Steak. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ein Inder, guck mal, Opa ist auch da. Und was die meisten natürlich kennen und auch cool finden, was auch wirklich cool ist, Panda Express. Günstig asiatisch essen in Las Vegas und alles ist hier so, also ganz kurz was anderes, hier war vorher ein Italiener drin, den kannte ich, sind 2 Luxemburger gewesen. Die sind jetzt weg vom Fenster hier. Das hat sich erledigt. Ich muss sie mal kontaktieren. Die haben noch ein Geschäft in Summerlin. Aber das wird sich nicht gelohnt haben. Ihr seht auch, wie leer das hier ist. Und das am Sonntag gegen Mittag ist dann schon traurig. Also könnt ihr euch hier oben hinsetzen, schön klimatisiert. Und habt einen super Blick auf den Las Vegas Boulevard hier. Panda Express, Orange Chicken. Ja, wir können ja mal ganz kurz zum Panda Express rangehen. Damit ich euch mal so zeige, wie das grob aussieht. Jetzt sind die Fernseher leider Gottes oben ausgeschaltet. Also du kannst hier aussuchen, ob du 2 Items haben möchtest oder 3 Items haben möchtest. Also Sachen, die du rein haben möchtest. Und dann haben die hier vorne alles drin. Und du sagst dann einfach, was du haben möchtest. Zeigst mit dem Finger rauf, einmal das. Und dann fragen die dich, ob du das mit Nudeln haben möchtest oder ob du das mit Reis haben möchtest. Und dann kannst du dir hier selber dein Getränk nehmen. An der Stelle. Ja, das ist ja üblich. Erzählt er das gleich. Und dann könnt ihr euch das mit eurer Füllung. Ich empfehle euch immer mal, geht mal alle Sorten durch, macht alles in einen Becher rein. Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber kann man ja sonst in Deutschland nicht so machen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Etage tiefer. Jetzt muss ich gucken, wo meine Freundin ist. Die ist hier irgendwo. Die ist nicht da. Ist sie draußen? Wenn man nicht aufpasst. So, dann gehen wir mal raus. So. Hier unten könnt ihr sitzen, hier gibt es einen Brasilianer. Bei dem war ich aber noch nicht essen. Ich empfehle euch ja immer Texas de Brasil.
kennt ihr ja, auch wenn ihr bei mir in der Tour seid. Ich empfehle euch immer, Texas de Brasil essen zu gehen. Ich weiß, manchmal gibt es keine Sitzplätze mehr. Ich kenne die Manager dort, gebt mir einfach Bescheid und dann kriegt ihr meistens einen Sitzplatz. Ich weiß nicht, wie teuer das hier ist. Das heißt, ein Brasilianer ist, du gehst dort rein, setzt dich an deinen Tisch und die kommen mit Fleischspießen an deinem Tisch an und schneiden dir das Fleisch direkt am Tisch ab mit 18 verschiedenen Fleischsorten. Und ist nicht ganz billig, kostet $52,99. Zumindest bei Texas de Brasil. Was es hier kostet, weiß ich nicht. Ich vermute, es wird etwas teurer sein. Ich weiß auch nicht, wie der Geschmack hier ist. Vielleicht, wenn jemand schon von euch da war, kann das gerne reinschreiben unten in die Kommentare, ob das gut ist oder nicht gut ist. So, wir sehen, hier vorne ist Zara. So, wir müssen jetzt eine Etage tiefer gehen, um in die Shopping Mall reinzukommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Grüße René, hallo Soni aus Duisburg. 183 Zuschauer. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. So, und jetzt geht's in die Mall rein. In der Hoffnung, dass wir keine Probleme mit dem Filmen haben. Ich habe mich nicht angemeldet. Und schauen, ob wir einfach durchlaufen können oder ob gleich ein Wachmann oder eine Wachfrau oder ein transgender-neutrales Wesen ankommt und sagt, nein, sie dürfen hier nicht filmen. Werden wir mal sehen. Ansonsten machen wir jetzt ein bisschen Shopping. Ohne Geld auszugeben. Einfach nur gucken, was es dort gibt. Kannst du gern machen. Die Mahlzeit wartet. Okay, hi René, wir sehen uns in KW 122. Ich bin da. Ich glaube gar nicht, wie viele Area 51 hier läuft. Sind alle ganz gierig. So, kommen wir hier rein. Da vorne ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Wir müssen mal gucken. Elisabeth und Max, hallöchen. Das sieht gut aus. So. Ihr habt einen Italiener, wo keiner sitzt. Grüße aus Österreich. Schöne Grüße zurück nach Österreich. Grüße aus Erfurt. Hallo. So, wer von euch auf Zara steht, gibt's hier auch. Hier unten gibt's auch Skechers. Und für die Kerle natürlich, während die Frauen shoppen gehen, so schöne Massagesessel. Schöne Grüße vom Wendler. Ja, vom Wendler gibt es auch Neuigkeiten. Geht mal auf Timo seinen Kanal. Timo auf Reisen. Aber nicht jetzt. Ich hoffe, ich habe Jana noch Platz für euch. Wenn ihr gebucht habt, ja. Ich sag ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe mehr VIP-Tour-Buchungen wie normale Touren. Ist er nach Vegas gezogen? Nein, er ist nicht nach Vegas gezogen. Zumindest weiß ich nicht, ob er nach Vegas gezogen ist. Aber Wendler ist heute auch nicht unser Thema. Was habt ihr immer mit dem Vogel, genau? So, da unten. Guck mal, seht ihr schon das Symbol? Weiß schon jemand, was es dort gibt? Ich zoome nur das Symbol ran. Da gehen wir auch gleich gucken, was das ist. Hier könnt ihr euch Koffer holen, die ganz günstigen. So. Und es gibt ja immer mehr reiche Leute auf der Erde. Und aus diesem Grund stehen die bei Louis auch Schlange, um sich die Handtasche für $500 oder $700 zu holen. Da unten haben wir den Laden. Der da. So lecker. Brezeln mit Käse drüber und mit so einem Hotdog drin. Mega lecker. Ihr wisst schon alle Bescheid. So, da unten könnt ihr euch so Bio-Getränke holen. Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ich kann nicht sagen, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Dürft ihr selber mal ausprobieren.
Oktoberfest. Ich war gestern beim Oktoberfest im Hofbräuhaus. Mann, war da was los. Geht auf meine Instagram-Story, dann seht ihr mal, wie voll das im Hofbräuhaus ist. Irre. Also der Laden läuft mal richtig. So, da habt ihr euren Michael. Mal für die Damen. Passende kleine Tasche dazu. Und natürlich auch die Schuhe. Welches Einkaufszentrum ist das? Steht in der Überschrift drin. Fashion Show Mall am Las Vegas Boulevard. So, wir laufen erst oben einmal lang und dann seht ihr die ganzen Geschäfte hier unten auch noch. Ich sag auch gleich, es ist nicht die günstigste Shopping Mall, es ist aber die am günstigsten zu erreichendste Shopping Mall für euch, weil die halt direkt am Las Vegas Boulevard ist und ihr braucht nicht unbedingt einen Mietwagen, um hier shoppen zu gehen. $500 geht ja noch, wir sind ja nicht bei der Assis. Genau so sieht's aus. Auch mal geben, nicht nur immer nehmen. Was ist denn das hier? Aber sehr leicht bekleidet, oder? Da kannst du ja komplett durchgucken. Aber da unten Lidl oder war es doch Kick? So, ihr könnt euch dann gleich Handyhüllen holen. Ich war wegen Free Beer da, ja. Ich habe mir gestern richtig einen angesoffen. Mann, war ich betrunken. So viel Bier getrunken. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, was ich für ein Problem mit oder ohne Alkohol habe. So, Macy's. Macy's ist eine Kaufhauskette in den USA, ganz bekannt aus New York. Man sagt immer so scherzhalber, in New York im Kaufhaus, allein die Schuhabteilung von Macy's ist so groß, dass sie eine eigene Postleitzahl brauchen. Und das stimmt. Die ist richtig groß. Wo ich jetzt letztens in New York war, war ich nicht drin. Wir hatten keine Zeit, dort reinzugehen, aber das ist ein riesen Kaufhaus. Und das ist vergleichbar wie bei uns mit Karstadt, C&A, solche Sachen. Also reingehen, da könnt ihr günstiger shoppen. Geht doch über zwei Etagen. Erste Etage, Erdgeschoss. Hier drunter geht es auch gleich, da seht ihr, Yellow Parking steht hier schon. Ihr könnt direkt in der Shopping Mall runtergehen, eine Etage, und seid direkt auf der Etage von den Autos. Sehr bequem, ihr müsst also nicht ewig laufen, bis ihr zu eurem Auto kommt, wenn ihr die Hände voll habt mit den Einkaufstüten. Streame ich schon mit meinem neuen iPhone? Nein, gebe ich zu, ich habe keine Zeit gehabt, mein neues iPhone einzurichten. Wir waren gestern, was habe ich denn gestern gemacht? Ich habe irgendwas am PC gebracht. Ich habe das Video fertig gemacht für euch mit dem Wassersparen, mit dem Wasserausgeben im Las Vegas. Dann habe ich die Wandhalterung für meinen neuen Fernseher angebracht im Wohnzimmer, wo ein bisschen was schief gegangen ist. Das habe ich aber danach wieder alles richtig gemacht. Und dann sind wir ins Hofbräuhaus gegangen, wo wir 3 Stunden waren und haben Oktoberfest gefeiert. Und dann sind wir zurückgekommen und waren um 23 Uhr zu Hause, so in dem Dreh. Und da habe ich dann, oder 22:30, ist auch egal, da habe ich dann die Wandhalterung richtig angebracht. Und dann habe ich den 85 Zoll Fernseher endlich an die Wand rangebracht. Und schlafen gegangen. Und was habe ich noch rausgesucht? Achso, ich weiß nicht was. Jedenfalls bin ich nicht dazu gekommen, das neue Telefon. Ich habe es noch nicht mal eingeschaltet. Es liegt jetzt seit heute, sollte Sonntag, seit 48 Stunden habe ich das neue iPhone 13 Pro und ich habe es nicht mal eingeschaltet. Vielleicht schaffe ich es heute.
Ich habe nur gehört, es soll ein Kameraproblem geben mit dem Weitwinkel. So, zurück zur Shopping Mall. 85 Zoll läuft bei dir. Ja, ich hatte vorher einen 65 Zoll im Wohnzimmer und der sah so aus, der sah klein aus. Sagen wir mal, der sah so aus wie so ein 40 Zoller. Und jetzt habe ich einen 85 Zoll zu hängen. Und da das Wohnzimmer aber komplett neu renoviert ist, sieht der jetzt auch ziemlich klein aus. Also der Karton ist riesig. Ihr müsst euch ja mal überlegen, ich habe auch einen 75 Zoller gekauft fürs Schlafzimmer. Und der hat schon eine Bildschirmdiagonale von 1,98 Meter. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt kommen nochmal so 22, 23 Zentimeter dazu für den 85 Zoller. Das ist über 2 Meter Bildschirmdiagonale. Das ist schon Hammer. Wenn du aber in der Küche stehst, dann sieht es nicht aus wie ein 85er. Ich zeige euch das alles mal, wenn es fertig renoviert ist. So, die nächste schicke Marke. Ich brauche auch dringend neue Klamotten. Wo ist die Mall in Vegas? Direkt in der Mitte am Las Vegas Boulevard. Wenn du dir das Video später auf YouTube anschaust, ganz zu Anfang habe ich es erklärt und auch von draußen gefilmt. Jetzt sind wir schon unten. Ich wollte eigentlich gar nicht nach unten, da oben sind auch noch Geschäfte. Na warte, da müssen wir noch mal hoch. Karma. Karma funktioniert, Leute. Größe 109 Zoll, um Gottes Willen. Ich sag mal, so ein 85 Zoller ist auch gar nicht mehr so teuer wie vor ein paar Jahren. Und es ist okay. Muss ja alle paar Jahre mal was Neues gekauft werden. So, und hier habt ihr den Laufsteg hier unten. Hier seht ihr auch schon DJ-Pult. Ich filme mal hier einfach so rüber. Deswegen Fashion Show Mall. Guck mal hier. Und hier unten haben wir dann den Laufsteg, wo denn die ihre neue Kreation von weiß ich was vorzeigen. Ein paar Geschäfte geschlossen. Hat das teuerste Hotel schon geöffnet? Ja, hat geöffnet. Haben wir schon einen Eröffnungsstream gemacht. Video ist auch schon online auf YouTube. Gib einfach ein Resort World René oder geh auf meinen Kanal YouTube. Wir müssen auch noch den Stream machen. Ich habe es jetzt freigeschaltet. Es sollte jetzt kein Problem sein, auf YouTube einen Superchat zu starten. American Eagle Outfitters. Gibt's ja auch. Deswegen, falls ihr noch kein Abo da habt, vielleicht bist du ja derjenige, der der 2000. Abonnent ist auf dem Kanal. Dann kriegst du automatisch Bescheid, wenn ein neues Video hochgeladen wird, wenn du die Glocke aktivierst und auf Abonnieren klickst. Und du kriegst auch Bescheid, wenn ich dort mal live gehen sollte. So, Sportabteilung. Wenn ihr gerne Kleidungsstücke haben wollt, ein Trikot mit irgendwelchen Football-Team, Basketball-Team mit diesen großen Nummern drauf, Cappies, die Riders, haben wir hier vorne gleich ein T-Shirt, dann könnt ihr in diesen Store reingehen. Dort hat alles, was mit amerikanischem Sport zu tun hat, bekommt ihr dort. Und das Ganze auch über zwei Etagen. Da unten der Eingang, hier oben der Eingang. Hier unten könnt ihr Pizza essen gehen. Auch eine ganz große Pizzakette in den USA. Ich bin ehrlich, ich war da noch nie essen. Warum sind da so wenig Leute? Ja, ich bin auch erstaunt. Ich weiß nicht, wann die Mall aufgemacht hat. Vielleicht jetzt erst um 11 oder um 10. Wir haben Sonntag. Eigentlich müssten die Leute hier shoppen gehen. Also ich kann nur sagen, Hofbräuhaus gestern, so knüppeldicke voll. Ich kenne die ja dort, ich habe ein paar Informationen. Also ich kann euch sagen, die hatten gestern entweder 700 oder ein bisschen über 700 Reservierungen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, pro Reservierung sage ich mal mindestens einen Gast. Meistens ist man zu dritt oder zu viert. Das hat mal richtig geknallt da gestern.
was da in der Küche ablief. Guckt euch das Video an, auch auf YouTube, hinter den Kulissen vom Hofbräuhaus. Da wisst ihr, die arbeiten in der Küche mit dem Fließband. Guck mal, der hat noch zu. Das müssen die auch machen. Das ist da gestern irre. Also Respekt. So, guck mal, jetzt haben wir einen schönen Überblick über die gesamte Mall. Einreise nur für Geimpfte. Ja, wir haben noch keinen Termin. Ab November soll das möglich sein, denn dürfen alle Geimpften in die USA. Guck mal, hier könnt ihr. Das ist interessant. Hier könnt ihr euch Spielchips holen. Und ich weiß aber nicht, ob es zum Verkaufen ist. Ihr könnt hier sogar ein Blackjack Table. Guck mal, das Schild hier: $195 aus Holz. USA-Karten spielen, kriegt ihr aber günstiger. Müsst ihr nicht unbedingt hier kaufen. Ich weiß nicht, was es kostet, aber ich kann euch sagen, wo es das günstiger gibt. Guck mal, da stehen sogar Spielautomaten. Ein Buffalo. Ups. Ich kann ja mal kurz fragen, ob es möglich ist, da drinnen zu filmen. Hello. I have a question. Is it possible to make a live stream here inside? Thank you. So, oh, guck mal hier. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal eine coole Idee. Ihr könnt euch. Guck mal hier, $55. Und ihr könnt euch vom Roulette den Bezug holen. Oder vom Blackjack. Oder vom Krabs. Wie geil ist das denn? Ob ich weiß, welche Casino-Bar Nicolas Cage rausgeschmissen hat? Nein, kann ich leider nicht sagen. So, guck mal, so sieht's aus. Das ist mal cool. Ich habe ja ein originales aus dem Hotel, hat mir jemand mitgebracht, der im Hotel arbeitet. Muss ich auch noch auspacken. Aber das gefällt mir ja. Das ist ja cool. Und so sieht's denn aus. Für diejenigen, die so ein bisschen handwerklich geschickt sind, die können sich ja so einen Tisch selber bauen. Mit dem Rand wird wahrscheinlich etwas schwer werden. Aber mit dem Bezug ist ja nichts anderes wie eine Spanplatte. Da müsst ihr dann so ein bisschen noch was Weiches runter machen, was unterm Teppich kommt. Und dann könnt ihr euch selber einen Blackjack-Tisch bauen in Deutschland. Weil so einen Tisch nach Deutschland zu verschicken, das kostet ja ein Vermögen. So. Also hier muss ich nochmal privat reingehen. Und so sieht denn der Roulette-Tisch aus. Ihr merkt schon, ich bin hin und weg. Ich brauche ja noch so einen Roulette-Tisch. Ich muss ja mal üben. Kommt auch irgendwann. Verspreche ich euch, ich werde irgendwann, ich weiß aber nicht wann, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Eigentlich, wenn ich umgezogen bin, aber der Umzug ist jetzt erst mal verschoben. Sonst hätte ich jetzt nicht renoviert. Bei mir steht definitiv irgendwann ein richtig echter Roulette-Tisch. Sowas zu Hause? Oder hier mal auf der Seite stehen vom Blackjack-Tisch? Und dann gibst du hier die Karten raus? Oder die Chips? Mega. Das ist aber wieder irgendein anderes Spiel. Hier ist ein richtiger Blackjack-Tisch. Haben die einen Pokertisch und was kostet der Spaß? Das sieht jetzt aus nach Blackjack. Weiß nicht, was ist das hier? Das ist nichts mit Poker. Nein, Pokertisch haben sie nicht. Aber vielleicht könnt ihr mal den Laden googeln. Vielleicht gibt es ja da drüber. Gebt mal das einfach ein hier. Macht mal euch einen Screenshot. Und wir gucken mal, wie der Laden draußen heißt. Wir können ja hier mal gucken.
nochmal bei den Dingern, Blackjack, Roulette und den Craps. Das sieht auch nach, ja, guck, da steht Blackjack drauf. Nichts mit Poker. So, ihr könnt auch Spielkarten holen. Die kriegt ihr aber auch im Souvenirladen. Da gibt noch keinen Preis dran steht. Oh, 3 Dollar. Naja, okay, ist ein bisschen teurer. 3 Dollar kostet es hier. Und ich glaube, ihr zahlt in dem Souvenirladen, wo wir auch schon den Swing gemacht haben, vom größten Souvenirladen der Welt, entweder 2 Dollar oder 1,99. Aber ihr könnt hier vom Harris Hotel kaufen, vom Palms, Casino Royale. Das sind echte gespielte Karten von dem Hotel, selbst vom Stratosphere Tower. Und das ist ja das, was ich euch empfehle. Also gebt die 3 Dollar aus. Wenn ihr aber irgendjemanden habt, der in Deutschland Fan von Blackjack oder Poker etc., kauft den 2-3 Kartenspiele und dann könnt ihr das in Deutschland verschenken und kannst du sagen, so Kalle, jetzt hast du mal endlich ein Kartenspiel direkt aus Las Vegas, was auch in Las Vegas im Hotel auf dem Tisch tatsächlich gespielt wurde und nicht irgendwie so ein Aldi-Kartendeck oder von Lidl oder sonst irgendwas, sondern richtig authentisch. Erstmal habt ihr ein günstiges Geschenk und zweitens, derjenige, dem ihr das mitbringt, freut sich viel mehr, als wenn ihr irgendein T-Shirt, irgendein Becher oder was auch immer mitbringt, womit derjenige sich nicht identifizieren kann. Aber so ein Kartenspiel finde ich mega geil. Oder selber für euch zu Hause, wenn ihr mal einen Spieleabend habt etc., holt euch so ein Kartenspiel, dann packt ihr die Karten aus, kommt ihr schön auf Kacke hauen. Kannst du hier, guck mal, was wir hier haben, richtige Karten aus Vegas. So, und für diejenigen, die ein Augenproblem haben, gibt es die Karten noch ein bisschen größer. So als Vergleich, ich habe schon eine große Hand, ja? Thank you. Is the blackjack table for sale? Yes. What is the price about one table? Okay, also für 1300 Dollar bekommt ihr den kompletten Tisch. Oh, das ist geil. Das ist nicht teuer. 1300 including delivery? Yeah. No. So the shipping would be extra on top of that. So okay. The table alone is 13. Yes. And then like we can get you the kit with the shoe, the chips, everything. Okay. That's $80. So all in, you're looking at just under $2,000. $2,000. Yep. Including the chairs? Yes. The chairs are $150 each. Okay, also that, okay, it is a live stream to Germany, we're talking a little bit in German. Okay, yeah, of course. So, also ihr habt die Preise gehört, aber die Tische sind nicht inklusive, aber schaut mal hier, it's free advertising for you. And so that's our e-commerce website, yeah, where we can send everything direct to you, right there, Casino Quest. Only in the US or do you ship to? Everywhere, we can ship everywhere in the world. To Germany, yep, too? Anywhere. Haha, guck mal Leute. Okay, thank you so much. Of course, thank you. So, die schicken weltweit. So, hier, bitte. Nehmt euch den QR-Code. Kostenlose Werbung von mir. Ich krieg keine Provision, gar nichts. Aber das ist okay. So, geht auf die Seite, schaut euch das an. Thank you. So viel dazu. So, hier unten dann nochmal California Kitchen. Earl of Sandwich. Mega cooler Laden. Gibt es auch drüben bei Planet im Planet Hollywood. Mega geiles Sandwich. Meiner Meinung nach die besten Sandwich in Las Vegas. Besser wie Subway. Auch ein bisschen teurer, aber geht dorthin und holt euch dort ein Sandwich. $2,000 ist in Ordnung, muss ich auch sagen, mit allem drum und dran. Denn ihr habt die Karten dazu, ihr habt die Spielchips dazu. Man muss auch mal ein bisschen geben können. Guck mal, wäre das nicht mal toll, wenn ich mit sowas rumlaufen würde? So, und eventuell könntet ihr ja noch, das ist ja so meine Idee, denn so ein Blackjack-Table und dann diesen Bezug, der da oben drauf ist. Vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden, der hier in Las Vegas oder wo auch immer im Casino arbeitet, sei es in Deutschland, sei es sonst wo,
die diese Bezüge wegschmeißen, weil sie die nicht mehr brauchen, weil sie dreckig sind, weil ein Kaffeebecher rübergeschüttet wurde oder was auch immer. Und dann holt ihr euch das Original da drauf und dann habt ihr ein bisschen Las Vegas-Feeling zu Hause. Stühle extra. Aber $150 pro Stuhl ist auch, ich sag jetzt nicht lächerlich, aber das ist nicht teuer. Ist immer so leer, weil Football läuft. Und Bundestagswahlen. So, guck mal, hier habt ihr einen Laden. Da könnt ihr euch hinsetzen und die Fische knabbern euch an die Füße. Und hier seht ihr auch gleich die Preise. Wo es die Anzüge gibt. Siehst du, ich habe den Laden gar nicht gezeigt. Ready Tux. Könnt ihr auch mal mit sowas rumlaufen hier. Guck mal. Und die passenden Glitzerschuhe dazu. In Parump ist Herbstfest. Oh, ein Tattoo-Studio. Leute, ich brauche ein Tattoo. Ich brauche ein Tattoo. Da hinten wird schon tätowiert. Wenn ich das schon höre, furchtbar. Ich wollte ein Tattoo haben. Spike seine Pfote. Ich weiß bloß noch nicht wohin. So. Ein Juwelier für eure Liebste. Falls ihr gerne was kaufen möchtet. Ich weiß aber nicht, ob der gut ist oder nicht gut ist. Kann ich euch nicht sagen. Hier wieder eine Kaufhauskette. Auch in ganz USA verteilt. Findet ihr an jeder großen Shopping Mall, auch in Los Angeles. Was ist hier für eine große Fläche unten? Das? Auf der rechten Brust, ihr habt ja schon ganz viele Tipps gegeben. Ich wollte es ja eigentlich irgendwie so auf den Unterarm haben, aber viele sagen, oder was heißt viele, manche schreiben, ja, das ist albern, ein Mann kann sich doch keine Hundepfote auf den Arm tätowieren lassen. Ich weiß noch nicht so. Der Pfotenabdruck ist jedenfalls schon fertig. Haben die Kinder von Thomas und Nathalie mit dem Spike gemacht. Hätte aber den Spike sehen sollen. Erst die Pfote auf so ein Kissen und dann auf ein Blatt. Der wusste gar nicht, was Sache ist. War aber ganz lieb. So. Übrigens, der neueste Trend, ja? Nein, Spaß. Ich weiß nicht, aber ich habe sie jetzt nur mal gerade entdeckt. Sehr schön. Bin nur noch unentschlossen, ob ich jetzt den vorderen oder den hinteren nehme. Es kommt auf meine Gefühlslage drauf an dem Tag, ob ich mich mehr männlich oder weiblich fühle. Das ist bei mir tagesbedingt. So, was haben wir denn hier? Das sieht so ein bisschen nach, ich wollte sagen Marihuana aus, aber man kann es ein Bett kaufen oder Bettbezüge. Vielleicht Bettbezüge aus Marihuana, dass du gleich richtig gut schläfst. Ja, muss ich testen mit so einem. Ich wollte schon zu dem Mike in Venice, der macht ja so Hanna-Tattoos, dass der das macht. Wir haben schon LA gebucht. Es geht in die. Haltet euch fest, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gepostet. In die Halloween Horror Night. Ende Oktober. In die Hollywood Studios mit Henrik und Nicole. Wir freuen uns, wir sind zu viert. Eventuell kommt noch eine fünfte Person mit dazu. Aber das wird mal eine richtig geile Nacht werden. Macht das auch, wenn ihr in Deutschland seid. Geht in die, wie nennen sich die denn? In Bottrop ist das, glaube ich. Warner Brothers? Ich weiß nicht, wie die Studios bei euch heißen. Ich war da einmal gewesen. Jedenfalls soll dort auch Halloween Horror Night sein. Macht das, genießt das. Eine coole Sache. Wir machen das Ende Oktober. Wir sind 4 Nächte in Los Angeles. Und ich plane, je nachdem, ob es zeitlich hinhaut, zur ehemaligen Neverland Ranch von Michael Jackson zu fahren.
zumindest mal da gewesen zu sein. Und von dort mache ich dann auch ich werde ein Video aufnehmen, weil ich glaube, wir haben kein Handyempfang dort. Ist irgendwo in der Wüste. Europa Park ist das. Nee, Europa Park ist Movie Park. Da haben wir es, Chantal. Movie Park. Europa Park, ich weiß nicht, ob Europa Park, Phantasialand, das auch mal. Ich kann es mir vorstellen, dass sie das machen. Guckt mal, ob ihr einen Freizeitpark bei euch in der Nähe habt. Ihr wisst, ich liebe Freizeitparks. Und es ist wirklich toll. Und der Einlass bei uns ist ich habe ja die Dauerkarte, ich glaube ab 18 Uhr für normale, ab 17 Uhr. Und es geht bis 2 Uhr nachts oder so. Mega. So, Swarovski. Ihr müsst auch alle mal ein bisschen Geld ausgeben. Nicht nur immer sparen, auch mal ein bisschen geben. Guck mal, hier der schöne Blick. Die Mall sieht schon cool aus. Movie Park Germany, ja. Da habe ich schon von mehreren gehört. Da soll die Halloween Horror Night richtig cool sein. Vier Nächte, von wann bis wann? 28. Ich muss lügen, entweder 28. oder 27. 10. bis 1. November müsste das dann sein. Ja, sowas in dem Dreh. Hotel ist gebucht. Und dann gibt es sozusagen vier verrückte Tage mit den Bekloppten aus Santa Monica. So, ABC Store. Oh, das ist cool, dass es den hier gibt. Ich sag euch ja immer, kauft bitte nicht in eurem Hotel irgendwie Wasser, Chips, Schokolade. Geht bitte in Walgreens, CVS oder in ABC Store. Hier kriegt ihr alles günstiger. Hier kriegt ihr das Wasser für einen Dollar. Und nicht für 5 Dollar oder 18 Dollar. Da könnt ihr auch mal einen Red Bull günstiger kaufen für 3 Dollar oder 2,50 Dollar anstatt für 12 Dollar. Chips, Hygieneartikel, weiß ich was, Zahnpasta, Sonnencreme. Haben sie doch hier vorne schon. Guck mal, hier geht's ja schon los. So, hier wird schon Werbung gemacht. Guck mal, die große Wasserflasche. Gut, ist jetzt die falsche Firma. Bitte auf gar keinen Fall was von Nestle kaufen. Hat seinen Grund, aber 1,25 oder 2 für 2 Dollar. Und das für eine Literflasche. Müsst ihr euch halt nur eine andere Marke raussuchen. So, hier könnt ihr dann Sonnencreme kaufen und guckt, was es hier alles gibt. Sogar Souvenirsachen. Da hinten habt ihr die ganzen gekühlten Getränke. Hier vorne geht es dann los mit M&Ms. Und hier, wer so ein Geschenkpaket haben möchte, mit Las Vegas drauf. Das geht doch, oder? Ich weiß nicht, ob die Schokolade schmeckt, aber kostet nur 5,75 Dollar. Kauf sowas mal im Hotel. So. Und wer ein Alkoholproblem hat, ist ja auch gut aufgehoben. Du fährst gleich zu PetSmart. Mike hat genug Hundefutter. Die haben schon alles. So. Oh, hier haben sie das auch mit den Fischen gemacht. Mittendrin, ja. Da seht ihr die Kumpels da drinnen schwimmen. Warum falsche Firma? Naja, google mal, was Nestle weltweit macht. Gerade was Afrika angeht. Oh, wir haben zwei Macy's. Schaut euch mal an. Da ist das normale Macy's Kaufhaus. Und dann gibt es noch Macy's extra für die männliche Gattung. Grüße aus Singen, schöne Grüße zurück nach Singen. So, jetzt kommen wir in die untere Etage hier. Handyhüllenladen. Ab übrigens gibt es hier auch Forever 21.
und die Victoria. Da können wir jetzt natürlich nicht so reinfilmen, sonst denken die wirklich, Alter, was läuft denn da draußen für ein Perverser ab, der hier Damenschnipper ranzoomt und darüber noch irgendwas erzählt. Deswegen nur so ein schneller Schwenker. Hallöchen. Also es ist eine schöne, gemütliche Shopping-Mall durchzulaufen. Mal, der Eingang von dem Juwelier ist doch cool gemacht mit den Fackeln links und rechts. So. Lucky Brand, guck mal, mit der Ami-Flagge, wieder der Stolz. Also ich will ja nichts sagen, aber wie viele Läden gibt es in Deutschland in irgendeiner Shopping-Mall, wo eine Deutschland-Flagge hängt? Auch das Beispiel gestern, mit, haben mich auch einige angeschrieben, wo ich im Hofbauhaus gefilmt habe und die amerikanische Nationalhymne gespielt haben, wie die Leute aufgestanden sind, die Hand an die Brust, Käppi vom Kopf und mitgesungen haben und zum Schluss geklatscht haben und gejubelt haben, als es zum Schluss ging, wie viele mir geschrieben haben, das ist in Deutschland undenkbar, wenn nicht gerade ein Fußballspiel ist. Und das ist hier aber regelmäßig so. So, Schminkladen. Für die ganzen Mädels. Und da könnt ihr richtig Kohle loswerden. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir schon so viel Schminkel gekauft. Nein. Aber ich weiß, dass da einiges zusammenkommt. Ist deine Freundin eigentlich noch da oder ist sie schon zurück? Nein, die ist noch da und die ist shoppen, entweder bei Forever 21 oder bei Zara oder wo auch immer. Zara, sorry, nicht Zara, Zara mit Z. Ich habe gesagt, sie soll die Zeit ausnutzen, wenn ich streame, kann sie die ganzen Shops hier leer machen. So, Food, Laden, also da könnt ihr euch so eine Öko-Getränke holen. So, dann laufen wir hier mal rüber zu diesem leckeren Brezelstand. Da geht's auch gleich, müsst ihr euch merken, Brezelstand und links daneben geht's rein, Forever 21. Und guck mal hier, die ganzen Getränke. Pineapple. Lecker sieht's ja aus, oder? Wassermelone. Das kenne ich ja gar nicht, das Getränk. Jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein. Na, ihr wisst, Gurke. Gurke und Limette. Mango. Strawberry. Banane. Strawberry Milk. Kreditkarte glüht schon. Ich habe meine Kreditkartenabrechnung vom letzten Monat bekommen. Darf ich euch gar nicht, darf ich nicht sagen. Es sagt bloß, es ist Rekord. So, hier habt ihr den Brezelladen. Wo haben wir denn Brezeln? Dass ich euch die zeigen kann. Hier vorne. Leute, mega lecker. Es gibt aber keinen Rabattcode. Guckt euch das an. Und seht ihr das mit dem Hotdog da drin? Ich glaube, sowas kaufen wir heute auch. Nee, wir müssen danach zum Buffet. Wir haben gratis Buffet im Cosmopolitan schon wieder. Und wir schlafen auch im Cosmopolitan die Woche. Wir haben eine Nacht gebucht. So, und die Käsesoße dazu. Leute, kauft euch das. Das hier ist sehr, sehr empfehlenswert. Mann, macht keine Werbung. So, und wenn du irgendwann mal einen Laden hast, der so heißt wie dieser, wo die Kunden dauerhaft Schlange stehen, dann weißt du, hast du was richtig gemacht im Leben. Dann hast du die richtige Idee gehabt. Renovierung war auch teuer, wenn Frau dabei ist, noch teurer. Ja, aber es war gut.
es ist ja wirklich das von den großen Sachen, würde ich sagen, 90% alles weg ist. Der ganze alte, ja nicht Schrott, aber alles, was bisher war, weg und alles neu. Sehr gute Entscheidung, war schon überfällig gewesen. So, hier runter geht's, Red Parking Lot. Egal, René bekommt daher ein paar Kryptos gut geschrieben, weil, was, wovon komme ich Kryptos? Bei der Abrechnung? Nee, die Karte hat keine Kryptos gut geschrieben bekommen. Aber 3% Cashback hat dann auch schon ordentlich geknallt. Müsste ich mal einlösen. So, hier haben wir noch einen Las Vegas Laden. Mit Souvenirs. Könnt ihr sogar Socken kaufen. Kenne ich auch nicht die Marke, ist ja nicht so mein Ding. Aber hübsche Hände, schaut euch das mal an. Herrlich. Starbucks ist nicht so deins, ich trinke eh keinen Kaffee, aber wenn ich zu Starbucks hingehe, dann bestelle ich mir Dragon Fruit Iced Tea, mega lecker. Hier haben wir wieder so einen Sportladen. Reingehen und dann könnt ihr euch Cappies holen. So, jetzt ging der Empfang auf einmal weg. Oli, jetzt wird gerade Werbung gerade rausgestellt für das brasilianische Steakhaus. Könnt ihr ja mal googeln, wie teuer das ist. So, und wir sind draußen. Guck mal, hier gibt es ein Softeis. Pineapple. So, da vorne rechts Treasure Island. Jetzt sind wir sozusagen unterm UFO. Da haben wir unser UFO. Oder der White Chocolate Kakao, der ist auch lecker. So Leute, damit sind wir, darum haben wir den Food Court, damit sind wir bei der Fashion Show Mall. Einmal komplett durchgelaufen. Ich muss jetzt meine Freundin suchen. Kommt wahrscheinlich schon mit Tüten entgegen. Ich hab was gefunden. Gucken wir gleich mal. So, dann gucken wir noch ein paar Kommentare, was ihr so schreibt. Schön heißen Kakao mit Sahne. Mehr brauche ich nicht. Gibt es in Las Vegas einen guten Laden für Workwear? Was ist das? Baumarkt. Mango Dragon Fruit ist lecker bei Starbucks. Mega lecker. Ich habe versucht, den selber zu machen zu Hause. Habe ich nicht hingekriegt, aber da gibt es so Drachenpulver und so, das muss ich alles nochmal genau gucken. Wie warm ist es? Sehr warm. Ich habe kurze Hose, ich weiß jetzt nicht die Temperatur. Geh auf Google. Vergiss Birgit nicht abzuholen. Sie muss mich ja suchen, sie guckt ja vielleicht meinen Livestream. So, jetzt anschließend, wenn wir hier durch sind, geht's ins Cosmopolitan, da gehen wir Buffet essen. Aber wir haben einmal die Woche freies Buffet. Und wir schlafen von Dienstag auf Mittwoch auch im Cosmo. Und da haben wir dann wieder Freebed und nochmal freies Buffet. Und Renovierung ist fast fertig. Wir müssen nur noch den Flur machen und alles andere und ein bisschen was im Bad. Ladest du das Blackjack-Video noch hoch? Ja, das Blackjack-Video muss ich raussuchen. Es ist irgendwie untergegangen, es ist auf der Festplatte drauf. Ansonsten nehme ich ein neues Blackjack-Video auf. Blackjack-Video kommt aber nicht. Colette hatten wir schon, Blackjack kommt noch. Fühlst du dich eigentlich mehr amerikanisch oder deutsch? Ich fühle mich deutsch. Aber ich muss auch sagen, mit wem habe ich das gestern besprochen? Ja, mit der Jessica vom Hofbauhaus. Deutschland ist keine Option mehr. Also das ist nicht böse gemeint, aber ich bin jetzt 8,5 Jahre hier. Für diejenigen, die länger weg sind aus Deutschland und es im Ausland, in
Anführungsstrichen geschafft haben, ich würde jetzt mal sagen, ich zähle mich dazu, bis Deutschland keine Option mehr aus vielen Gründen. Das muss aber nicht für jeden gelten. Also nicht, dass ihr euch angegriffen fühlt und sagt, ey, der findet jetzt Deutschland schlecht. Nein, ich finde halt, in Deutschland geht eine ganze Menge schief. Hier geht auch eine ganze Menge schief, aber ich lebe hier anders, weil ich beschäftige mich hier nicht mit den Sachen. Wenn du in Deutschland bist, dann guckst du ja nochmal die Nachrichten RTL, Sat.1 und ARD, ZDF und das ganze Durchgenödel und sowas alles. Und auch die Leute, die denn die ganze Zeit darüber reden, das Thema hast du hier nicht. Das ist gut. Was ein großes Thema ist, ich guck jetzt mal hin, nicht, dass ich irgendeine Kacke erzähle, guckt euch mal den Himmel an. Und guckt euch mal dieses runde Symbol an, hinterm UFO. Achtung, da kommt's vor. Da. Seht ihr diesen runden Punkt? Du bist kein Scheinwerfer, der da drüber hängt. Allein das plus der steuerliche Aspekt, plus, dass ich in der geilsten Stadt überhaupt wohne und auch noch einen Job habe, der mir Spaß macht. Was soll ich sagen? Ich könnte jetzt natürlich auch zurückspulen und gucken, wie ich angefangen habe. Ich habe 1996 meine Lehre angefangen bei der Technischen Universität als Industriemechaniker. War damit im Februar 2020 fertig nach 3,5 Jahren und könnte jetzt natürlich im öffentlichen Dienst arbeiten und würde bei der Technischen Universität, ich werde jetzt 43 nächsten Monat, ich müsste denn jetzt noch, sagen wir mal, 23, 24 Jahre lang arbeiten und in der Werkhalle stehen und irgendwelche Metallsachen fließen oder drehen oder was auch immer. Auch hier nicht falsch verstehen. Es gibt Leute, die machen das. Die machen das, weil es Spaß macht. Die machen das, weil sie Geld verdienen müssen. Aus welchem Grund auch immer. Für mich ist es keine Option mehr. Wenn ich es müsste, weil ich das hier nicht machen könnte, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber wenn man sich das natürlich aussuchen kann, dann guckt man, was man besser hat. Weil, denkt dran, ich sage es wirklich oft genug. Und ich erwische mich auch immer wieder, dass ich selber nicht immer durchziehe. Ihr habt nur ein einziges Leben. Eins. Da ist nicht Game Over und nochmal Play machen. Ihr habt ein Leben. Und deswegen genießt das Leben. Ich meine das wirklich total ernst. Geht raus, guckt euch eine Show an, geht in den Freizeitpark. Auch wenn der Freizeitpark 70 Euro kostet. Scheiß was drauf. Macht das. Geht Wochenende raus, geht schick essen, macht eine Reise oder sonst was. Dann gibt da halt $500 mehr für Las Vegas aus. Nee, dann suche ich mir noch einen Nebenjob und fülle abends Regale bei Lidl oder was auch immer. Aber macht es. Ihr habt nur ein Leben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Danke für die tollen Streams. Immer wieder bei uns bricht das große Heulen. Was ist los? Aus, weil es dieses Jahr nicht klappt. Also, wir haben ja Licht am Ende des Tunnels. Im November sollen die Grenzen für geimpfte Leute aufmachen. Wann die für nicht geimpfte aufmachen, was auch immer kommen wird, wissen wir nicht. Da aber wohl schon 40-50% durchgeimpft sind in Deutschland oder mehr, ich kenne die Zahlen nicht genau, können ja schon eine ganze Menge kommen. Macht das. Und wenn USA keine Option ist, weil ihr nicht geimpft werden wollt oder was auch immer, dann macht Gran Canaria, macht Lanzarote, macht Malle, wo auch immer ihr hinkommt, aber macht es. Alles richtig gemacht, wenn es für dich so passt. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ich höre mich ja schon an wie so ein Priester oder Gott, aber ich sage auch nicht, dass Las Vegas für jeden eine tolle Stadt ist. Für mich ist es eine geile Stadt, für mich ist es toll, hier zu wohnen. Der eine sagt, für mich ist Buxtehude toll, die Ostsee toll, Malle toll, was auch immer, aber macht es. Wenn du mit allem morgen aufhören würdest, mit deinen Firmen, könntest du durchs Leben kommen? Ganz locker. Ganz locker. Ganz locker. Bei mir René plus Freunde, alle zusammen. Bleibt gesund mit Familie. Grüßen. Und wieder Österreich. In Österreich. Wenn Österreich toll ist, mein Opa hat jahrelang nur Österreich Urlaub gemacht. Wie war das letzte Mal? Wann habe ich denn da Urlaub gemacht? Wer immer Urlaub gemacht hat. Das war 2001, 2002, ich weiß aber nicht, wo das war. Aber auch, schöne Gegend. Schön toll. Wer die Berge mag, wer grüne Wiese mag, wer Natur mag, ist das völlig in Ordnung. So, genug gequatscht, oder? Denn bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich sehe meine Freunde nicht. Deswegen machen wir das so. Wir gehen hier offline. Ich schreibe ihr schnell, dass ich hier draußen sitze.
und komme denn in der Zeit, während ich auf sie warte, auf Instagram online, da können wir auf Instagram. So, Quatsch. Wollen wir das so machen? Dankeschön fürs Einschalten. Für diejenigen, die jetzt irgendwas anderes machen, außer Instagram umschalten, René-Meinert noch. Euch einen schönen Abend. Ja, morgen Start in die Woche und wir sehen uns allerspätestens heute in einer Woche wieder 20 Uhr mit einem anderen Thema, anderen Livestream. Gucken, was es denn für ein Thema gibt. Ich hoffe, euch hat der Livestream hier gefallen. Tschö mit Ö, bis demnächst hier mit diesem Theater. Tschüssikowski. Und danke fürs Einschalten.